Moin zusammen und willkommen zum nächsten oder zur nächsten Folge von Let's Play Medieval Dynasty. Und es ist Sommer, die Zwiebeln sind reif. Die werde ich jetzt als erstes mal sammeln. So, wie viel haben wir jetzt? 38 Stück. Dann nehme ich unser Fleisch. Wir wollten jetzt kochen. Was richtiges? Oh, Fackel müssen wir. Ich habe alles abgelegt schon im Vorfeld, um ich will ja Beeren sammeln und damit ich so viel wie möglich schleppen kann. Habe ich jetzt mal alles abgelegt. Wo ist denn unsere Fackel? Oder war die kaputt? Kann natürlich auch sein. Dann müssen wir eine neue machen. Stroh. Fackel. So. Zwiebelsamen haben wir auch wieder bekommen. Die packen wir mal da rein. Ich hatte nämlich jetzt noch die Idee, und zwar, wir werden uns nochmal Dünger besorgen. Ich werde jetzt auch nicht Gold kaufen. Ich werde Dünger besorgen. Ach nee, Quatsch. Nee, dann können wir erst im Sommer ernten. Ich wollte das Feld mit Weizen vollhauen, aber das ist ja Quatsch. Nee, lassen wir. So, jetzt können wir mal kochen. Nee, wir machen das so. Also anzünden. Kessel. Und Zwiebeln und gebratenes Fleisch. So. Jetzt braten wir das, kochen wir das. Und dann machen wir uns an die Beerenernte. Und holen mal ordentlich Gold nach Hause, Gold in die Kasse. Punkte, 20 Punkte bei Alvi müssen wir auch noch schaffen, aber das, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Den Bogen so schnell, müssen wir mal gucken. Könnten wir ja heute mal ausprobieren. Nehmen wir den Bogen mal mit dann. Später. Es dauert seine Zeit, das Kochen. Hälfte haben wir. So, 17, 14, 8 Stück noch. Wir müssen ja unbedingt noch flirten, damit wir diese Punkte kriegen, 50. Gucken, wie viele Punkte wir jetzt haben. Und ich würde auch sagen, für das nächste Jahr legen wir uns dann auch noch mal ein großes Feld an, so groß wie das Feld mit den Zwiebeln, noch mal für Weizen oder so. So, das haben wir jetzt gekocht. Das packen wir jetzt erstmal hier rein. Fleisch mit Soße. Nährwert 25. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was wir sonst immer hatten.
Die Fackel behalten wir in meiner Hand und jetzt geht's los mit der Beerenernte. Also, ist alles voll mit Beeren. Irgendwer hatte mir das gesagt. Wir nehmen mal. Wenn man ein Messer in der Hand hält. Dann würde die Beerenernte wesentlich schneller gehen. Das hat man ja gerade gesehen. Da ist wohl was dran auch. So, jetzt sammeln wir mal so lange, bis wir voll sind. Geld wir damit machen können pro Sammlung. Nee, wir wollen heute nur Beeren. Sobald ich den Balken oder die Anzeige bekomme, dass ich überladen bin, werde ich aufhören. Dann gehen wir mal zum Händler. Und dann verkaufen wir die mal. Das jetzt einmal im Video und dann in Zukunft werde ich das dann off-cam machen. Na, passt ganz schön was in den Rucksack wahrscheinlich. Denn die Büsche, die stehen ja hier überall rum. Das ist ja wirklich dann eine gute Geldquelle. Da ist noch was. Hier sind auch noch welche. Man sieht ja auch, dass welche dranhängen. Ups. Mal gut, dass ich den Ton so leise habe. Da. Und hier sind noch welche. Das war's. Hier haben wir abgeerntet. Da hinten sind die nächsten, glaube ich. Ja. Wie gesagt, bis wir jetzt einmal die Tasche voll haben. Deswegen habe ich alles mal abgelegt. Ein Gold sind die wert. Wir sehen gleich, wie viel wir in der Tasche haben. Und man kann das wohl auch mit den unreifen Beeren machen. Aber ich pflück lieber die reifen Beeren. Dann geben wir eine gerade Zahl ab und den Rest, den essen wir selber. Jetzt habe ich einen Stock mitgenommen. Egal. Bin ich gespannt, wie viel dabei rauskommt. Das sind auch noch welche. Noch ist die Tasche nicht voll anscheinend. Schon wieder ein Zweig mitgenommen, Quark. Ich pack die gleich raus dann.
die sind auch leer gesammelt. Ich bringe noch mal kurz die Sachen weg, die Stöcke und so. Mich interessiert wirklich nur, was wir an Beeren sammeln konnten. Mal das abgeerntet. Ja. Jetzt bringen wir noch mal kurz weg. Mal gucken, wie viele Beeren wir jetzt haben da drin. 536. Theoretisch wären das 536 Gold. Hm. So, dann sind wir die wieder los. Suchen wir uns die nächsten Büsche. Die sind leer. Die haben wir auch. Die da hinten haben wir auch. Da hinten sind, glaube ich, die nächsten. Da, genau. Was ist das? Nee, das sind keine. Hier. Wenn man sich mal überlegt, also wenn wir jetzt, ich weiß ja nicht, wie viele Beeren wir jetzt in die Tasche kriegen. 1000 Stück, dann sind das sind ja 1000 Gold dann. Dann haben wir ausgesorgt. Ich glaube nicht, dass das im Spiel drin bleibt dann so. Noch ist nichts zu sehen. Ah, jetzt hat da jetzt. Wie viel haben wir jetzt drin? 659. Dann sammeln wir noch einmal ein. Jetzt können wir nämlich nicht mehr rennen. Dann dauert das zu lange. Hier ist mal welche auf. Jetzt können wir rennen. 654. Also 650 Gold wäre das dann. Ich esse nochmal 4 Stück auf. So, 650 Stück. Gibt jetzt theoretisch 650 Gold. Wenn wir das Ganze nochmal machen, haben wir 1300 Gold zusammen. Das wäre ja irre. Also das... Bringen wir jetzt mal in die Taverne hier, die gute Jognigova oder wie sie heißt. Janikova, glaube ich, ne? Oh, gar nicht da. Hm. Da kommt sie. Können wir nochmal versuchen, mit jemandem zu sprechen. Das lassen wir mal so. Das sind doch beides Leute, die wir dann rekrutieren könnten. Versuchen wir es bei ihm noch mal, bei Edward. 60 hat der. Heute ist schönes Wetter. Also wenn es schönes Wetter ist, kann man auch über schönes Wetter reden. Plus 2. Er kriegt hier einen Krampfanfall. Kasimir, hallo. Plus 10. Geht das zweimal? Oh. Hm. Über Adelige wissen wir schon mal, da sollen wir nicht reden. Jetzt gehen wir mal zu Unigast. Was der so von sich gibt. Hey, hast du einmal mit Zeit? Plus 5. Über die Arbeit reden sie auch nicht gerne. Ludwika. Oh, die ist zu jung für uns. Okay.
So, Beren, Beren, hallo. Jarok, Niva, Beren. Erstmal wollen wir. Nee. Zeig mir deine Waren. Bäm, 650 Gold, das gibt's ja nicht. Das ist ja irre. Tja, dann gehen wir doch gleich nochmal los und sammeln die nächsten Beeren. Bisschen gequatscht haben wir mit den Leuten jetzt auch. Wir haben nur noch nicht geflirtet. Adelina, nö, da sprechen wir mal gar nichts an. Sie ist wahrscheinlich. Ach nee, das ist ein kleiner Junge. Da lassen wir mal die Finger von. Hier sind Beeren. Wieder 650 und dann. Ist gut. Aber das mache ich dann off-cam weiter. Wie ist denn der Ruf bei uns hier? 34. Von irgendwas kaufen, was wir noch nicht haben. Einfacher Lattenzaun. Ja gut, wir können jetzt nicht weiterbauen. Weil wir nur vier Gebäude bauen dürfen. Jagdhütte. Lebensmittellager haben wir ja gebaut. Scheune könnten wir auch schon bauen. Werkstatt haben wir. Näherei könnten wir bauen. Und die Taverne auch. In der Näherei könnten die für uns Sachen herstellen, Hosen, Hut, dicke Lederhandschuhe. Oh, für den Winter wäre das nicht schlecht. Gibt es irgendeins unserer Gebäude, was wir nicht brauchen? Höchstens die Werkstatt. Dass man anstelle dessen vielleicht eine Näherei hinstellt. In den Pelzen jetzt. Na, wir lassen das erstmal so. Ich versuche erstmal den Ruf zu erhöhen. Das machen wir in der nächsten Folge dann. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hat irgendjemand eine Aufgabe? Wir werden uns mal den Pfeil und Bogen schnappen. Und dann werden wir mal versuchen, die Punktzahl von Alvin zu erreichen. 20. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss.